Und es gibt einen Lerntyp, der sagt, ich kann einen Wochenendkurs oder ich kann einen Online-Kurs oder intensiv oder ich mache es lieber über 9 Monate. Aber niemand wird ein besserer oder schlechterer Jäger, weil er 9 Monate oder weil er 9 Tage gelernt hat. Also ich kann euch nur eins sagen, die Noten. Ich kann nur von mir erstmal sprechen, ich denke mal, Roman wird das selber haben. Die Noten sind besser geworden, seitdem die online lernen. Definitiv. Und gerade auch die Leute, die es hybrid machen, die einen Intensivkurs gebucht haben und nochmal online zusätzlich zu Hause lernen, das sind bei mir so die, wo du sagst, das sind Überflieger. Nur mal ein Beispiel. Jetzt haben wir im Lehrgang einen Reviergang. Jetzt erzählt der Ausbilder zu 30 Leuten, was weiß ich, wir haben hier eine Eiche. Hier steht gerade eine Eiche. So. Jetzt haben wir hier eine Eiche. So, jetzt erzählt er da 30 Leute, man steht vielleicht hinten in der letzten Reihe und erklärt der Ausbilder, ja, jetzt haben wir hier ein Eichenblatt, das Blatt hat keinen Stiel, die Frucht hat einen Stiel, ist eine Stieleiche, ja, und kann man sich merken, zum Beispiel Pfahl, werden ja Pfähle rausgemacht aus einer Eiche, Pfahlwurzler, so, und jetzt haben wir eine Traubeneiche, das Blatt hat einen Stiel, die Frucht hat keinen Stiel, als Beispiel. Jetzt steht man da hinten in der letzten Reihe, was hat er jetzt gerade gesagt? Ja. Weil wir reden ja nicht über diesen einen Baum, wir reden ja dann nachher über 20, 30 Bäume oder Sträucher. Habe ich jetzt so ein Online-System? Ich weiß, es ist nicht draußen im Busch. Habe ich aber trotzdem den großen Vorteil? Dann gucke ich es mir dreimal an. Ach, das ist der Deutschstrater. Ach, okay. Hätte ich jetzt fast verwechselt mit einem Deutschstichel, ja. Okay, der Ausbilder hat aber gesagt, sieht ähnlich aus. Hört man das nur einmal in einer Frequenz von, ich sage jetzt mal 20 Sekunden im Unterricht, wo man wirklich nur sagt, Deutschstichel, Deutschstrater, Unterschied als Beispiel, kann man mit dem Vorteil, wenn man diszipliniert ist, das öfter angucken. Und Leute, die online lernen, die sind schon disziplinierter meist. Ja. Nach Corona, seitdem die Leute wieder raus dürfen, muss man sagen, hat sich das auch ein bisschen wieder geändert. Also zu Corona-Zeiten war das war ja fast, ich sag mal, 97% der Leute waren so krass vorbereitet, dass ich das in meiner ganzen, bin jetzt seit 16 Jahren der Jagdausbildung, habe ich so nie erlebt. Also zu Corona-Zeiten war das echt extrem. Da haben wir ja so viele Prüfungen auch so schnell hintereinander gehabt. Das war ja eigentlich nur noch, die waren ja alle top. Da war ja keiner bei, wo du sagen konntest, es wird jetzt kritisch oder knapp. Die sind eigentlich da durchgerauscht, was von vornherein klar war. Ne? Ja. Da ist da überhaupt einer durchgefallen? Ich glaube, war nicht, ne? Nee. Also, da haben wir sechs Wochen nur geprüft. Aber man muss dazu eins sagen. So, und jetzt kommt es natürlich, jetzt können wir uns wieder über Theorie unterhalten oder sowas. Klar fehlt denen die Praxis. Wenn jetzt einer 9 Monate im Kurs drinnen gesessen hat, der hat zwar 3 Reviergänge dann vielleicht mehr gemacht, sage ich jetzt mal doof, aber den Leuten fehlt genauso die Praxis. Jetzt sind wir wieder bei am Anfang. Und deswegen, jetzt kommen wir zu dem Thema, vielleicht was wir gerade angeschnitten haben, Jagd. Ja, wir machen ja so ein bisschen Freestyle, also nicht wundern, wenn wir so von Höckchen auf, ich glaube, wir könnten 10 Stunden Videomaterial jetzt darüber machen. Also das Thema Jagd, ich würde sagen, die Qualität der Jungjäger, die Qualität, wir reden ja jetzt über Menschen, die ist eigentlich generell so geblieben. Die hat sich bloß verändert. Ja. Verändert in dem Sinne, die jungen Leute kommen meist aus jagdlich geprägten Familien. So ja. Die 16- bis 22-Jährigen. Bitte nagelt mich jetzt nicht auf Statistiken oder sowas fest. Ich rede jetzt aus dem Herzen, ja, aus dem Bauch. Der Durchschnitt ist so 35, sage ich jetzt mal so. 35, okay. 45. Wir haben auch mal einen 60-Jährigen im Kurs. Oder drüber. Ja. Ist auch okay. Viele Leute von denen, die kommen meist so auch aus gehobeneren Positionen, bei mir an der Schule zumindest. Bei den Älteren meinst du jetzt? Bei den Älteren, ja. Aber auch so, die gerade nach dem Studium und so fertig sind, die irgendwo im Management drin sind. Ich sage jetzt mal Steuerberater, Ärzte, was weiß ich, Anwälte etc. Und diese Leute wollen einfach von ihrem Job, aus ihrer Bubble raus und wollen wieder raus in die Natur. Ja. Und der große Vorteil ist ja, es geht ja beim Jagen einfach eigentlich nicht immer nur ums Totschießen. Das ist ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz nachher. Dieses, ich sag jetzt mal, bewusst Totschießen oder Erlegen vom Wild ist ja eigentlich ein kleiner Prozentsatz. Die Leute wollen einfach mal wieder raus. Die wollen im Busch sitzen, sich irgendwelche Jungfüchse angucken, wollen abends am Feuer ein Glas Rotwein trinken und wollen, wenn es noch richtig perfekt läuft, keine Ahnung, ihrer Frau vielleicht ein Rehfilet mit nach Hause bringen, was die vielleicht noch zu Hause anbraten kann. Und die Leute flüchten, glaube ich, mehr oder weniger fast eigentlich wieder in die Natur. Also so möglich. Vielleicht ist es auch einfach so eine Sichtweise, die wir haben, auch was du gerade sagst mit den typischen Leuten, die im Kurs sind.
in der Kreisjägerschaft ist das vielleicht anders, weil die Leute auch mehr Zeit haben, weil sie anders arbeiten gehen. Wir haben ja auch da in dem Sinne Scheuklappen, dass wir nur einen gewissen Teil haben aufgrund dieser Kursstrukturen. Ne? Ein Online-Kursteilnehmer ist häufig ein ganz anderer als ein Intensivkurs oder gar der Wochenendkursteilnehmer. Ne? Stimmt. Die kann man schon oft unterscheiden, finde ich. Aber wie war es damals bei uns? Wenn man jetzt heute schimpft und sagt, ah, die sind alle nicht mehr gut, die sind nicht motiviert. Also ich bin auch in Skaterklamotten dahin gelaufen. Da sah auch keiner, dass ich Jäger werden könnte. Da hieß es, da musst du in Grün kommen. Also bei uns weiß ich, das war noch ein großer Nasenfaktor. Ja. Also die Prüfung, ich kann euch eine Story erzählen. Es gab bei uns den DDR-Forsthut. Ja, den hatte so fast jeder, der in der DDR einen Jagdschein gemacht hat, hatte einen DDR-Forsthut aufgehabt. Und dunkelgrün mit einem Sauber dran. Und ich weiß es heute noch, Dölauer Heide, und es kommen drei Prüflinge hinten um die Ecke. Das war dann aber schon 2005. Wir reden nicht vom Osten, wir reden von 2005. Aber so brutal war das bei uns noch. Und da fragte ein Prüfer hinten, dieser Herr Major, den ich vorhin meinte, da sagt er so, hey, was, kommen die hier aus der, waren schon ältere Typen so? Nee, das sind Prüflinge. Boah, da kann ich euch sagen, da gab es schon die rote Karte. Ja, klar. Also, ey, da muss man eins sagen. Prüfungen sind sehr, sehr tolerant geworden. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, wenn damals einer mit einem tätowierten Arm zu einer Jägerprüfung gekommen wäre. Also bei uns ist da wirklich, da gibt es gar nichts, gar keine Vorwürfe, ob der tätowiert ist, ob welche Hautfarbe oder sonst was. Das war damals schon ein bisschen anders. Ach, Frauen, ja. Hey, eine Frau von 50 Leuten, das war schon ein bisschen hart. Also die hatten es nicht einfach gehabt. Und mittlerweile bei mir sind es so 20% Frauen, 20... Zwischen 20, 25, irgendwo ungefähr knapp ein Viertel manchmal. Ne? Das ist schon ein extremes Wachstum, finde ich, gerade bei den Frauen. Aber früher war eben auch diese Hemmschwelle, glaube ich, eine andere. Insgesamt war das ja so, dass das Jagen ist das Hobby des Mannes. Und die Frau, die hat dem das Hobby nicht wegzunehmen. Ich kenne noch Prüfer, die sagen, also Frauen, die haben auf der Jagd nichts zu suchen. Und die bestehen auch eine Prüfung da vielleicht manchmal nicht ganz so leicht. Oder so war es zumindest in einigen... Ja. Zeiten noch, ne? Obwohl die Frauen heutzutage eigentlich mündlich praktisch schon immer sehr, sehr gut abschneiden. Da könnten wir Männer uns eine Scheibe abschneiden. Ich sage immer, wir reden ja Real Talk hier. Wir sind ja jetzt nicht hier für irgendwie Werbung zu machen. Ich wäre immer froh, wenn die Frauen so schießen könnten wie die Männer und die Männer so, und die Männer so schriftlich und mündlich praktisch drauf wären wie die Frauen. Obwohl die Männer sind auch, ja, also prozentual sind aber die Frauen von den 25% immer sehr, sehr stark weit vorne. Aber Frauen haben auch einen großen Vorteil, gerade bei der Schießprüfung. Wenn es mal beim ersten Mal zum Beispiel Tonturmschießen nicht gut geht, man kann ja die Prüfung wiederholen, wenn man das erste Mal nicht seine 5 von 15 Runde hat, die haben einen viel stärkeren Kopf als ein Mann. Ja, also die Nervenstärke musst du ja in dem Moment bewahren. Ne? Ja. Und da sind Frauen häufig so, dass sie sagen, ich gehe jetzt mal raus und sind dann auch mit ihren Scheuklappen da und bestehen das, wo Männer sich häufig einen richtigen Kopf machen. Das siehst du auch schon, wenn die rausgehen, wenn sie wieder reinkommen, wird das was oder nicht? Das habe ich auch öfter. Da verliert der Typ manchmal die Nerven. Aber naja, gruppendynamische Prozesse, Jagdschule, wir haben das heute Morgen schon beim Frühstück so ein bisschen angesprochen, über Jagd, Jägerprüfung, Jagdschule kann man wirklich ein Buch über Psychologie schreiben. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also wie gesagt, der Roman, da kann mich ja unter... Also es trifft einer nicht, treffen die auf einmal alle nicht. Es trifft einer, treffen die alle. Du kannst einen haben, der holt 12 von 15 Tontauben runter, der schießt am Tag der Prüfung auf einmal überhaupt nichts mehr. Da kannst du jemanden haben, der immer so durchgerutscht ist. Gibt ja manchmal Schüler, die machen alles perfekt. Super Anschlag, super mit der Waffe drin, alles perfekt. Ich kann da gar nichts weiter geben. Die treffen bloß nicht. Die schießen immer 30 cm um die Taube. Ja? Und die sagen dann, ich gehe trotzdem zur Prüfung. Man rät dann meist ab, sagt, geh noch mal 2-3 Mal, gehen zur Prüfung. Die bestehen immer dann, bei mir ist das so best, ja, schon fast sehr gut. Ja, und dann kommt der typische Spruch dann so, oh, ja, wie habe ich das jetzt hingekriegt? Aber das hast du meist, bei mir zumindest meistens bei Mädels, muss ich sagen. Aber die haben dann einen viel stärkeren Kopf als ein Mann. Manchmal ist bei einigen Leuten, dass sie auch einfach so diesen Druck der Prüfung nochmal brauchen. Und dann hast du auch die Leute, die morgens schon in der Ecke sitzen und wo du schon auf 50 Meter siehst, die Stimmung, die ist schon gekippt, schon lange gekippt. Nein. Und da musst du eigentlich auch schon fast aufpassen, dass dann nicht noch mehr Leute runtergezogen werden. Ne? Wir haben auch Prüfungen gehabt jetzt gerade. Da sind sie alle beim Schießen nacheinander mit Lachen rein, mit Lachen raus. Und dann hast du mal irgendwo einen, hatten wir dazwischen. Nein. Die Stimmung war nicht so gut, der hat sich morgens extrem viel Sorgen gemacht. Durchgefallen. Wurde dann nochmal, klar, im zweiten Versuch lief das dann alles. Aber im ersten Moment denkst du schon, warum fallen da jetzt 3 Leute von so einem Kurs durch?